Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zur Vorschau auf die neue Ausgabe der Weltwoche, die morgen Donnerstag erscheint, am 5. September, am Kiosk, heute Abend schon auf dem Internet bei Ihnen zu Hause. Was sind die wesentlichen Themen? Titelstory ist Lebenslüge, Asyl, großer Schweizer Selbstbetrug, Milliarden für falsche Flüchtlinge. Philipp Gut hat das real existierende Asylchaos in der Schweiz untersucht und dabei auch einen speziellen Vorstoß, eine Anregung noch zum Thema gemacht, aber vor allem auch auf die gewaltigen, gigantischen Leerläufe und milliardenteuren Leerläufe unseres Asylwesens. Er hat das aufgedeckt, dargestellt in diesem Artikel. Das ist also wirklich haarsträubend, was hier passiert. Auch vor dem Hintergrund, wenn man ja stolz ist auf die schweizerische Asyltradition, dass wir echte Flüchtlinge immer aufgenommen haben, was heute in der Schweiz abgeht, das ist einfach nur noch Selbsttäuschung und Abzockerei im ganz großen Stil. Dann haben wir eine größere Berichterstattung zu den Vorgängen in Deutschland. Da freut es mich, dass wir Hans-Georg Maaßen verpflichten konnten, also Autor Hans-Georg Maaßen, bis vor kurzem Chef des Bundesnachrichtendienstes, oberster Verfassungsschützer in Deutschland, ist ja in einem Konflikt geraten mit Angela Merkel um die Vorgänge in Chemnitz vor einem Jahr. Maaßen heute CDU-Mitglied und Mitglied der sogenannten konservativen Werteunion. Übrigens hat in Sachsen Wahlkampf betrieben, dort wo die CDU einen größeren Absturz vermeiden konnte, sehr interessant. Er hat ein Tagebuch geschrieben über diese sehr bewegenden Wahlen, die in Deutschland jetzt heftigst und intensivst diskutiert werden. Wir haben verschiedene Artikel, eine Bilanz von Doris Leuthard sozusagen nach ihrem Amtsausstieg, da bröckelt und bricht ja alles zusammen, was diese Superpolitikerin gemäß medialer Einschätzung hinterlassen hat. Eine Recherche dazu. Wir haben sozialpolitische Frivolitäten ausgegraben, Katharina von Dana dazu. Dann im kulturellen Bereich vielleicht interessant, erwähnenswert, ein größerer Artikel über Queen Elizabeth I., also die ganz berühmte Königin, die ja damals mit Maria Stuart sich ein Duell um die Krone geliefert hat. Und die Frage ist eigentlich, wie ist diese historische Frau, diese historische Persönlichkeit einzuschätzen? Dies auch und gerade vor dem Hintergrund des Brexit. Viele sehen sie also etwas wie als eine Vorkämpferin dieser jetzt wieder akut werdenden britischen Unabhängigkeit vom Kontinent. Sehr interessant dazu ein Kollege aus Deutschland, Heimo Schwilke, ein selber sehr renommierter Buchautor, der sich mit dieser Materie hier auseinandergesetzt hat. Dann natürlich noch weitere Themen. Wir haben eine der jüngsten und klügsten Professorinnen der Schweiz groß im Porträt. Das ist sehr interessant. Eine Frau, die mit 31 Jahren bereits einen doppelten Doktortitel und Professorentitel hat, eine senkrecht Aufsteigerin im akademischen Bereich. Roman Zeller hat sie getroffen. Und, es gäbe noch viel zu sagen. Ich lasse es mal hier stehen. Freue mich, wenn Sie die Weltwoche inspirieren und interessant finden. In einer Woche bin ich dann wieder für Sie da. Vielen Dank, alles Gute und viel Vergnügen mit der Weltwoche.